Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil von meiner kleinen Tutorial-Reihe. Heute fangen wir an und zwar mit der Edain-Mod, genauer gesagt mit dem ja, klassischen Volk, mit einem der ersten Völker, an das man denkt, wenn man an Herr der Ringe denkt, und zwar an Gondor. Das Volk, das sich Mordor am meisten in den Weg gestellt hat und ja, die Herren über Minas Tirith und den und den Südosten von Mittelerde. Genau. Beginnen werden wir hier natürlich erst einmal mit den Einheiten. Später werde ich euch auch noch. Also erstmal fangen wir mit den Gebäuden an, mit den Einheiten, die man darin bauen kann und den Helden. Und später werde ich euch natürlich auch noch einmal die Ringhelden zeigen und natürlich die Fähigkeiten von allen Helden. So, dafür gehen wir jetzt erstmal wieder aus dem Cinematic Mode raus. So, was für Gebäude haben wir hier? Wir haben einmal natürlich die normale Kaserne. In dieser können wir bauen. Wo haben wir sie denn hier? Können wir diese hübschen Einheiten hier bauen? Einmal haben wir da die ganz normalen Leg Waffen ab! Fußsoldaten, die ganz normalen Nahkampfschaden dealen und gut gegen zum Beispiel Lanzenträger sind. Diese haben wir Soldaten hier. Die können wir Gondors! natürlich auch in diesem Gebäude bauen. Ebenfalls immer noch auf Stufe 1. Für Stufe 2, für unsere stärkeren Infanterien Haltet nach dem Feind und die Ausschau! stärksten normalen Infanterien brauchen wir Stufe 2 und da haben wir hier die Turmwachen. Diese zählen auch ebenfalls als, ja, also die Geistesten des Brunnenhofes heißt es in dieser Mod. In den alten Teilen hieß es einfach Turmwache. Macht eure Waffen bereit! Diese gelten allerdings ebenfalls als Lanzenträger, das heißt, ihre Schwächen sind ebenfalls Schwertkämpfer. So. Dann haben wir hier Die die Wächter weiße der Stadt Weste. wird siegen! Das sind tatsächlich heroische Einheiten von Gondor. Diese heroischen Einheiten zeichnen sich dadurch aus, dass man sie nur dreimal dreimal gleichzeitig befehligen kann, also nur drei Bataillone Für die gleichzeitig. weiße Aus Stadt! Gründen habe ich jetzt nur eine gemacht, weil ich am Anfang von dem Gefecht vergessen habe, auf episches Gefecht und somit also umzuschalten und somit unsere Kommandeurspunkte zu erhöhen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Diese Wächter der Weste hier können Waffe wechseln zwischen Lanzenträger und Speerträger. Das heißt, je nachdem, was für Gegner sie bekämpfen, ob es jetzt mehr Speerträger oder Schwertkämpfer oder Bogenschützen sind oder vielleicht auch Reiter, können sie jeweils ihre Waffen wechseln. Wogegen sind Lanzenträger effektiv? Natürlich sind sie effektiv gegen Pferde, denn die reiten da einfach rein und die meisten sind auch noch effektiv gegen die meisten Monster, weil diese auch oft als Kavallerien gelten, wie zum Beispiel Trolle. Als nächstes haben wir hier unseren guten Schießstand. Achso, Moment. In der Kaserne können wir zwei Helden bauen. Das ist nämlich die Besonderheit von der Edain-Mod, dass wir nicht nur in der Meine Zitadelle Pfeile an treffen ihr sich Ziel. In der Zitadelle an sich Vorwärts! ihre Helden bauen können, sondern auch in den ganz normalen Einheitengebäuden. Und ich merke gerade eben, die Sprechereinstellungen sind viel zu Ich laut. bin der Haltet mal Erbe bitte des die Dunklen. Klappe ein bisschen mehr, damit ich mehr erklären kann. Dankeschön. So. Hier haben wir einmal zum einen Beregond, der ist für 1100 Rohstoffpunkte zu holen und ich glaube, er kostet 30 Kommandeurspunkte. Keine Ahnung. So, welche Fähigkeiten hat er? Einmal hat er hier der Wächter der Weißen Stadt. Bevor Level 10 gelten die meisten seiner Fähigkeiten ausschließlich für Gebäude. Ab Level 10 wird er ja befördert. Das ist auch seine Stufe 10 Fähigkeit. Kommandant der Weißen Stadt. Dadurch wird er zum Kommandanten von Faramirs persönlicher Leibgarde ernannt und kann somit alle seine Fähigkeiten auch für Helden wirken lassen, wie zum Beispiel den Retter in der Not. Für alle Gebäude und Helden in seiner Nähe unverwundbar werden. Kämpft weiter, dadurch werden alle Gebäude und Hel oder Helden für 30 Sekunden stetig durch gefallene verbündete Bataillone ersetzt. Leibwächter des Fürsten bewirkt, dass ja, Gebäude und Helden in Beregons Nähe mehr Rüstung bekommen, weniger Schaden erhalten und durch feindliche Infanterie und Kavallerie weniger Schaden durch Feuer, Monster und Belagerungswaffen erhalten. Und der Wächter der Weißen Schar be bedeutet, dass Beregond ein ja,
ein Moment, Männer aus der Weißen Schar ruft, um ein Gebäude oder einen Helden, wie hier zum Beispiel Boromir, zur Hilfe ruft, um diese zu verteidigen. Als nächstes haben wir eben diesen Boromir, den Sohn von Denethor. Einmal hat er natürlich sein letztes Gefecht. Das bedeutet, dass Boromir für 50 Sekunden, wenn er wenn sein Lebensstand auf 0 fällt, kann Boromir nicht sterben. 50 Sekunden lang kämpft er weiter, erhält währenddessen einen 50-prozentigen Schadensboost. Oh, da sterben auch schon wieder die Wächter. Und kann nicht umgeworfen werden. Wenn Boromir allerdings in diesen 15 Sekunden alle Gegner um sich herum besiegt und quasi zur Ruhe kommt, dann kann er sich wieder heilen, das heißt, er wird damit vom Tod gerettet. Die nächste Fähigkeit, die wir hier haben, ist das Horn Gondors. Die sollte uns allen bekannt sein, lässt halt seine Gegner vor Angst erstarren und teilweise sogar fliehen. Als nächstes haben wir den Erben Gondors. Die Truppen in Boromirs Nähe, also Infanterien, erhalten 30% mehr Rüstung. Der tapfere Widerstand verdoppelt Boromirs Rüstung und er kann nicht umgeworfen werden. Und zuletzt haben wir die Veteranen. Boromir ruft für einige Zeit 3 Bataillone von Infanteristen-Veteranen aufs Schlachtfeld. Damit hätten wir dann auch schon die Kaserne abgeschlossen und gehen nun weiter zu unserem Schießstand. Das ist dieses hübsche Ding hier. Ebenfalls hier drin kann man die Feuerpfeile ab Stufe 3 erforschen. Das ist relativ wichtig natürlich für unsere Bogenschützen, damit sie annehmbaren Schaden auch gegen Gebäude dealen und gegen Nazgûl und so weiter. Einmal haben wir natürlich hier die Standardeinheiten, die Anorien-Bogenschützen. Diese sind zwar noch relativ schwach, können aber natürlich schwere Rüstungen kaufen, was die Ithilien-Weitläufer nicht können. Die haben dafür eine erhöhte Reichweite und hier diese überraschende Salve. Die können wir aber gerade nicht einsetzen, weil wir gerade keine Gegner haben. Ich bin hier auf einer friedlichen Map. Als nächstes haben wir hier als der Held des Schießstandes haben wir natürlich Faramir, den Bruder und jüngeren Sohn von Denethor und Boromir. Dieser kann seine Waffe wechseln zwischen Schwert und Bogen. Genau. Sollte er sein Schwert ausgerüstet haben, hat er hier als zweite Fähigkeit bewiesener Wert. Damit bekommt Faramir einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsboost, also Angriffsgeschwindigkeitsboost, und erhält mehr Rüstung und sammelt gleichzeitig mehr Erfahrung für jeden getöteten Feind. Fürst von Ithilien bringt den Einheiten in seiner Nähe eine Furchtresistenz, sowie Infanterie erhält 30% mehr Angriff und Kavallerie 30% mehr Rüstung. Außerdem, wenn Faramir sein Schwert ausgerüstet hat, kann er aufsteigen und somit zum Ritter werden. Ja, dann wirkt er halt ganz, ganz normale Kavallerie, beziehungsweise als heroische Kavallerie. Des Weiteren kann er mit seiner Fähigkeit Heermeister Gondors also Einheiten im Bereich Erfahrung geben. Genau, wie ihr seht, fast ein komplettes Level für die hier. Für sie ist es ein bisschen weniger, weil die ein bisschen mehr brauchen. Dann schalten wir mal wieder um auf Bogen, denn damit hat Faramir den gezielten Schuss, ein tödlicher Pfeil, der sehr starken Schaden bei einem Ziel verursacht, bei einem Einzelnen. So, kommen wir als nächstes zu den Stallungen. Hier in den Stallungen können wir die Ritterschilde ab Stufe 3 erforschen und die einzige Einheit, die wir daraus kriegen, sind die ganz normalen Anorien-Ritter. Das sind einfache Kavallerien, die wir komplett aufwerten können. Sind relativ unspektakulär ansonsten. Gut, was haben wir als nächstes? Hier in den Stallungen haben wir auch keinen Helden leider. Als nächstes haben wir die Werkstatt, aber die werden wir jetzt noch nicht machen. Ich werde jetzt nämlich erstmal ein Bataillon hier in die Zitadelle schicken, damit diese sterben und wir somit auch noch Katapulte aus der Werkstatt holen können. Was haben wir in der Zwischenzeit hier sonst noch für Gebäude? Wir haben hier einmal das klassische das Wohnhaus. Das ist einfach nur ein klassisches Rohstoffgebäude. Umso mehr Wohnhäuser wir haben, desto weniger produzieren sie. Das heißt,
Bei 2 Wohnhäusern sind minus 10%, ist eben hier unten aufgelistet, müsst ihr einfach nur euren Cursor drüber halten. Dasselbe gilt für Schmieden. Ne, Moment, genau, Schmieden produzieren Rohstoffe, können uns mit einem bestimmten Upgrade, was ich später auch noch erklären werde, ebenfalls unsere Upgrades erforschen, Bannerträger, schwere Rüstungen und geschmiedete Klingen. Außerdem, umso mehr Schmieden wir haben, desto weniger kosten unsere Einheiten Upgrades für die Einheiten an sich. Dann kommen wir mal zu unserer Zitadelle. Hier in der Zitadelle können wir einmal unsere Vorratskammern ausbauen, das heißt unsere Kommandeurspunkte um 200 erhöhen. Beginnend von 1000, ich werde jetzt nur einmal ganz kurz eine Schleuder bauen für später. Beginnend von 1000 aufwärts bis 1500 bei normalen Standardeinstellungen. Ansonsten haben wir hier die Erklärung der Ringmechanik von Gondor. Wie zum Beispiel, dass dass nur Helden, das geht generell in dieser ganzen Mod, nur Helden können den einen Ring aufnehmen. Also nur Ringhelden können den einen Ring aufnehmen und setzen ihn dann direkt entsprechend ein. Gut. Des Weiteren haben wir hier gerade intaktes Bollwerk, das ist aber auch nur eine bestimmte Fähigkeit, die ich erhalten habe. Sagt im Prinzip nur aus, dass alle Gebäude in dieser Zitadelle, beziehungsweise in allen Zitadellen, die wir haben, mehr Rüstung haben. Das ist auch nichts, was wir einsetzen können. Wie ihr seht, ich drücke drauf und es passiert nichts. Welche Helden können wir hier aus der Zitadelle beschwören? Einmal haben wir da den guten alten Pippin. Das ist unsere kleinste und Anfangseinheit, also unser Anfangsheld. Er kostet nur 300 Rohstoffe, ist aber relativ solide für den Anfang. Er kann wechseln zwischen Steinwurf und seinem Schwert. Macht natürlich unterschiedlichen Schaden, Fernkampf- und Nahkampfschaden. Nahkampfschaden macht er ein wenig mehr. Was ist der Vorteil an Pippin? Pippin kann von Anfang an den Wächter der Weste kaufen. Wirklich, wir müssen diese Fähigkeit kaufen. Für 500 Rohstoffe. Dafür steigt er direkt auf Stufe 5 auf. Dann haben wir hier den Elbenmantel. Solange er sich nicht bewegt, bleibt er unsichtbar. Das heißt, jetzt gerade sind wir unsichtbar. Das seht ihr daran, dass er schimmert. Sobald wir ihn allerdings bewegen, wirkt der Elbenmantel nicht mehr und er ist wieder komplett sichtbar. Als nächstes haben wir den Neugier des Narren. Für 20 Sekunden bewegt sich Pippin um 20% schneller. Genau. Und er kann auch weiter sehen. Zu guter Letzt haben wir auf Stufe 10 den Dolch der Noldor. Damit kann Pippin einen einzelnen Feind von hinten angreifen und somit doppelten Schaden austeilen. Als nächstes haben wir Denethor, den Truchsess von Gondor, der ziemlich verblendet wurde durch seine Trauer, und den Palantir, den sehenden Stein. Dies ist auch eine seiner Fähigkeiten, der sehende Stein, denn Denethor kann damit in den Palantir gucken und für 30 Sekunden einen Großteil der Karte aufdecken. Gleichzeitig gewinnt er auch zwei Level-Ups dadurch, also wir decken einmal hier einen großen Teil der Karte auf und Denethor ist jetzt Stufe 7 statt Stufe 5. Sollten wir diese Fähigkeit allerdings auf Stufe 7 einsetzen, wird Denethor direkt zur Stufe 10 vorgemacht, weil sonst wird es ja nicht aufgehen. Eine passive Fähigkeit ist... Achso, das sind drei verschiedene. Das wusste ich bis eben selber nicht, okay. Einerseits haben wir hier die Reichweitenstellung. Denethors Reichweite, seiner Angriff steigt um 50%, die Angriffsgeschwindigkeit sinkt jedoch um 30%. Genau, Feinde werden in Sichtweite automatisch... Das heißt, er kann tatsächlich selber angreifen, das wusste ich tatsächlich nicht. Dann haben wir hier die Geschwindigkeitsstellung. Denethors Angriffsschaden steigt 30%. Und hier haben wir die Standardstellung. Da ruft Denethor jede 5 Sekunden ein paar Gardisten zu Hilfe, die für ihn kämpfen. Was haben wir zusätzlich noch als Fähigkeiten? Auf Stufe 3 haben wir hier die Notstandsmobilisierung. Die Kasernen Gondors rekrutieren für ein paar Minuten für einen halben Preis Einheiten. Dafür besitzen diese aber keine Upgrades. Das heißt, wir können die nicht upgraden, die haben keine Fähigkeiten, kein gar nichts, die kosten einfach nur weniger und sind halt schnelle Mülleinheiten. Dann haben wir den guten Steuererlass. Dieser Steuererlass zwingt ein Wohnhaus dazu, sofort den Preis von 3 Minuten, also den wir in 3 Minuten kriegen würden, also die Rohstoffe, gibt uns diese sofort. Dafür erhalten wir, hier hatten wir es da gerade, 378.
Dafür macht dieses Wohnhaus jetzt 4 Minuten lang nichts. Das stellt uns nichts her. Keine Rohstoffe. Zunächst noch abwarten, lässt Massen von Truppen aufziehen. Genau, als nächstes haben wir hier den verblendeten Befehl. Der bedeutet einfach, dass Einheiten im Zielgebiet für 30 Sekunden 50% mehr Schaden bekommen und allerdings bekommen sie dadurch keine Erfahrungspunkte. So, Hauptmann des Truchsess. Das bedeutet einfach, dass Denethor jetzt doppelt so viele Einheiten aufs Schlachtfeld, wenn er halt angreifen will, denn er ruft ja jedes Mal ein paar Gardisten aufs Feld und damit halt dann 4 Stück und gleichzeitig meine ich auch noch einen Hauptmann von denen. Genau, einer. Zusätzlich besteht eine Chance von 33%, einen Hauptmann zu rufen. Genau. Kommen wir nun zum Sauber. dritten Über den Helden Angriff. Auf die aus Stadt der Minas Zitadelle und zwar haben wir da einmal Gandalf den Grauen. Tirith. Gandalf hat dieselben Fähigkeiten, die wir auch schon aus dem ersten Teil kennen und aus dem zwei aus allen Teilen dieser Reihe. Zwar seinen einfachen Magiestoß, der einfach das ist einfach ein Schwächenangriff auf eine auf ein Bataillon. Dann haben wir hier Glamdring, das Blitzschwert. Damit hatten wir auch schon teilweise sehr viel Spaß gegen den Balrog. Dann kann er natürlich auf- und absteigen. Aktuell als Gandalf der Graue kann er nur auf ein normales braunes Pferd aufsteigen. Sobald wir ihn zu Gandalf dem Weißen machen, das werde ich später auch noch zeigen, aber erst werden wir die Ringhelden erklären, weil sonst kann ich euch den Grauen nicht mehr zeigen. Kann er auf Schattenfell auf- und absteigen. Zusätzlich haben wir dann auch noch das Licht der Istari. Das ist ein sehr weißer Lichtstrahl, der sehr effektiv auf Nazgûl ist. Auf Nazgûl. Und zu guter Letzt das Wort der Macht. Damit hatten wir auch am Schwarzen Tor im ersten Teil auch schon sehr viel Spaß. Gut, kommen wir nun zur Werkstatt. Und damit zu einem der letzten Einheitengebäude, die wir in einem Lager oder einer Festung bauen können. Die Werkstatt kann uns 3 Arten von Belagerungsmaschinen bauen. Einmal hier diesen Schild, der schützt unsere Einheiten vor Bogenschützen, ist aber im Nahkampf sehr leicht zu zerstören. Dann haben wir hier eine klassische Ramme, die macht natürlich nur Schaden auf Gebäude, können wir auch wirklich nur auf Gebäude nutzen und nimmt auch sehr schnell Nahkampfschaden. Und zu guter Letzt das Katapult, das können wir natürlich auch noch hier mit Feuersteinen ausrüsten, das habe ich bereits getan. Das hat sehr große Reichweite, macht sehr großen Schaden auf Gebäude und macht einen ziemlich guten Flächenschaden, was mich auch schon oft aufgeregt hat. Gut, kommen wir nun zu den normalen Siedlungsgebäuden. Die klassischen Siedlungsgebäude sind die Gehöfte. Diese können wir auf Stufe 3 mit einem Wachturm bemannen. Das heißt, solange hier diese Zeit, also für eine bestimmte Zeit, schießt dieser Wachturm, also dieses Gehöft, jetzt auf gegnerische Einheiten, die sich diesem Gehöft nähern. Dann als zweites haben wir hier das Leuchtfeuer. Ja, genau, das Leuchtfeuer. Dieses Leuchtfeuer beinhaltet einen Meldereiter. Wir bekommen alle 45, nee, 75 Sekunden einen weiteren Meldereiter, der uns die Einheiten der Lehen holen kann. 4 verschiedene Stück gibt es und für acht Meldereiter bekommen wir von jeder Einheit einen. Beziehungsweise, wenn wir hier die Fähigkeit Beistand in der Not haben, dann kommen von jeder bis auf den letzten beiden 2. Also hier von den Axtkriegern und von den normalen Ringlo-Schwertträgern bekommen wir 2 Stück. Genau, was haben wir hier für Lehnkämpfer? Einmal haben wir hier die Einheiten aus Ringlo. Teil die Schwertkämpfer, das sind einfache Infanteristen, die haben, ja, die machen gering, also sie machen viel Schaden gegen Einheiten, die keine schwere Rüstung tragen können, wie zum Beispiel Orks, dafür aber halt wenig gegen zum Beispiel Uruks, die schwere Rüstung haben können. Dann haben wir hier die Axtkämpfer. Ja, aus Lossarnach. Diese können starken Schaden gegen Gebäude machen, vor allem weil angegriffene Gebäude für mehrere Sekunden einen Schadens-Debuff bekommen. Dann haben wir hier die Speerträger aus Pelagia, Monstertöter. Sind halt gut gegen Monster und Kavalleristen und können natürlich ihre Treubändiger-Formation einnehmen. Zack. Und wieder Linienformation.
erhalten 50% mehr Rüstung gegen Monster und können nicht zu Bogen geworfen werden, machen aber dafür weniger Schaden. Wo sind Sie? Zu guter Letzt haben wir noch hier die Bogenschützen aus, wie hieß das nochmal? Genau, Mortontal. Mortontal. Diese können natürlich auch eine lose Formation annehmen, abgesehen von der Linienformation. Damit kriegen sie, mit der losen Formation kriegen sie weniger Schaden durch Fernkampfangriffe, sind aber langsamer. Als Held hier im Leuchtfeuer können wir tatsächlich jemanden holen, und zwar Aragorn, Arathorns Sohn. Diesen bekommen wir Wie für werden wir auf den 2000 Abfassen? Rohstoffe und bekommen wir am Anfang, wie er jetzt gerade auch ist, als Streicher. Allerdings hat er ab Stufe 4 eine weitere Fähigkeit, und zwar Aragorn. Die werde ich gleich erklären. Jetzt kommen wir erstmal zu den normalen Fähigkeiten von Streicher. Und zwar ist das einmal der gute alte Schwertmeister. Den kennen wir auch schon aus den anderen Teilen. Mit mehr Angriff und mehr Rüstung. Mit seinem Waldläufermantel kann er sich Was einfach nur erreichen Sie unsichtbar jetzt machen, wenn er konkret sich nicht hier? bewegt. Dann haben wir das Königskraut. Damit heilt er sich selbst und verbündete Helden in der Nähe. Das kennen wir auch schon aus den alten Teilen. Dann hat er noch den Messerwurf, womit er einfach mittleren Schaden auf Feinde verursacht. Helden werden dafür sogar um 25% verlangsamt. Kommen wir nun zu seiner Stufe 4 Fähigkeit Aragorn. Damit verändert er seinen Du wirst Status die Welt und verändern. tatsächlich einige seiner Du Fähigkeiten. wirst es besiegen. Wie ihr seht, hat er auch einen anderen Sprite bekommen und hier unten auch ein anderes Icon, Aragorn der Zweite. Seine Schwertmeisterfähigkeit hat er nach wie vor, nur heißt sie nun Anduril, Flamme des Westens. Er erhält als passiven Effekt dauerhaft 50% mehr Schadenspunkte, der aktive Effekt bleibt derselbe. Auch Königsraut hat er behalten, genauso wie seinen Messerwurf. Zusätzlich bekommen hat er jetzt auch noch Elendil, womit er feindliche Einheiten in der Nähe in die Flucht schlägt. Seine Stufe 7 Fähigkeit, die er nun anstatt Aragorn bekommen hat, ist Thronfolger Gondors. Wenn wir diese auswählen, folgt Aragorn seiner Bestimmung Lasst uns und wird zusammen zum diese Welt wieder Thronfolger. aufbauen, damit wir sie uns teilen können, Und wenn sie wieder haben verwüstet wir ein ist. neues Icon bekommen, und wie ihr seht, ist es nun der Aragorn, der am Schwarzen Tor gekämpft hat. Nun hat er statt dem Messerwurf seine Fähigkeit Brego, also sein Pferd, bekommen. Er kann jetzt auf- und absteigen. Das zeigen wir mal kurz. Genau. Jetzt bitte wieder absteigen. Elendil, Athelas und Anduril hat er natürlich behalten. Als Stufe 10 Fähigkeit haben wir nun König Elessar. Wenn wir ihn auswählen, bekommen alle Einheiten in Aragorns Nähe Hoffnung. Moment. Ja, genau, alle verbündeten Einheiten in seiner Nähe werden furchtlos und Statuen bieten Nun 25% mehr kommen die Erteilung. Tage des Dazu können wir ihn Nun verwerfen. ist Aragorn gekrönt worden. Er hat Elendil verloren, ist aber zum König der Menschen geworden. Genau das ist, was ich gerade eben erklärt habe. Allerdings hat er nun auch noch diese Fähigkeit bekommen, die Forderung des Königs, womit er eine Schar Die von Toten Eidbrechern zu sich ruft. wissen nicht, dass die Lebenden hier gehen. Die Eidbrecher sind unsterbliche Dieser Einheiten, Tag gehört nicht einem einzigen die, Manne, ja, sondern uns ein allen. verdammt hohen Nahkampfschaden auf alle gegnerischen Einheiten machen. Diese sind auch noch eine Stufe 10er Fähigkeit, womit wir 4 Einheiten von diesen Eidbrechern holen können, sowie den König der Toten. Aber zu den Fähigkeiten komme ich nach den normalen Einheiten. Kommen wir nun zu den restlich zu diesem Gebäude hier. Und zwar ist das das Zeltlager. Hier können wir die Kompositbögen erforschen. Allerdings funktionieren die entweder nicht richtig, oder wir können sie wirklich nur auf Ithilien-Waldläufer anwenden, die in einem Zeltlager gebaut wurden, weil für normale Ithilien-Waldläufer funktionieren diese nicht. So, dann kommen wir jetzt erstmal noch zu den restlichen Gebäuden, die wir in einem Lager und einer Festung erstellen können. Und zwar haben wir dafür einmal den Gondor-Brunnen. In dessen Nähe werden einfach nur Einheiten geheilt, wenn wir halt nicht unter Beschuss sind. Dann haben wir die ganz normalen Abwehrtürme, die können wir an verschiedenen Bauplätzen oder halt am Festungsring von einer Festung bauen. Die ja, machen genau das, was halt Türme sollen. Sie schießen auf alle Feinde, genauso wie der große Turm hier, der kostet halt ein bisschen mehr. Dann haben wir als nächstes noch den Marktplatz. Der Marktplatz ist ein sehr wichtiges Gebäude im Volke Gondor, denn
Hiermit können wir einerseits mal das Eisenerz erforschen, wodurch wir bei in Schmieden Bannerträger erforschen können und ab Stufe 2 schwere Rüstung und Stufe 3 geschmiedete Klingen. Kommen wir nun dazu, wie wir Rohstoffgebäude upgraden können. Denn Rohstoffgebäude graden nicht mehr einfach über Zeit ab, wenn sie nach und nach ja, Geld produzieren. Nein, wir müssen sie über hier Wirtschaft-Upgrades in verschiedenen Gebäuden machen. Bei Gondor ist es der Marktplatz. Da haben wir zwei verschiedene Arten von Wirtschaftsupgrades. Einmal Siedlerwerkzeuge und einmal Handwerkerwerkzeuge. Siedlerwerkzeuge wirken sich auf Bauplätze, also auf Siedlungsbauplätze außerhalb von Festungen und Vorposten ab. Das heißt hier auf die Gehöfte in dem Fall. Wenn wir das Einfache machen, dann werden sie Stufe 2 bei den geschmiedeten Siedlerwerkzeugen auf Stufe 3 abgegradet. Als nächstes haben wir die Handwerkerwerkzeuge. Diese zielen auf Wohnhäuser und Schmieden ab, also alle Rohstoffgebäude, die wir innerhalb von einer Festung oder einem Lager oder einem Vorposten bauen können. Ebenfalls wieder Stufe 1 und Stufe 2, Stufe 2 und Stufe 3. Als nächstes haben wir den Erntesegen. Dieser steigert die Produktivität von Gehöften und wir haben die erhöhten Steuergelder. Das steigert einmal die Produktivität von Wohnhäusern und senkt zusätzlich nicht nur die Kosten von Elite-Infanterie und heroischen Infanterien, was Wohnhäuser normalerweise tun würden, also tun, sondern auch von normaler Infanterie. Als nächstes haben wir noch als letztes Gebäude den Steinbruch. Dieser kann drei verschiedene sehr starke Upgrades machen, und zwar einmal das Mauerwerk von Numenor, wodurch wir doppelte Rüstung auf alle Gebäude bekommen innerhalb von Festungen. Das Belagerungsmaterial, wodurch wir, glaube ich, meine ich, die Feuersteine bauen können, und die Festungsgarnison können wir verstärken, womit meines Wissens Wachtürme mehr Schaden dealen. Kommen wir nun zu den zwei Arten von Vorposten, die wir bauen können. Einmal hier einen ganz normalen Vorposten mit drei Gebäudeslots, wie ihr hier gerade seht. Als zweites und als besonderen Vorposten, denn jedes Volk hat einen besonderen Vorposten, haben wir die Festung von Dol Amroth. Die sieht aus wie eine Festung der Menschen aus dem zweiten Teil und aus Aufstieg des Hexenkönigs, hat auch ganz normale Upgrades hier, die Bannerträger, die Garnison verstärken, kochendes Öl und Haus der Heilung. Wir kennen sie von den alten Teilen. Zusätzlich können wir hier auch Helden und Einheiten aus Dol Amroth erschaffen. Und zwar haben wir da einmal die Infanterien, die Soldaten von Dol Amroth. Das sind starke Infanteristen, die eine Inspiration erhalten. Genau. Infanteristen in der Nähe von Dol Amroth, Soldaten erhalten erhöhten Angriffsschaden. Wirkt nicht auf Soldaten Dol Amroth. Also sie können sich nicht gegenseitig unterstützen, ist klar. Und dann haben wir unsere zweite heroische Einheit von Gondor, und zwar die Ritter von Dol Amroth. Diese sind einfach starke Kavallerie, die einzige starke Kavallerie, die Gondor hat. Sie haben quasi einen Sturmangriff, mit dem sie alles niederreiten. Eine Inspiration, die ebenfalls diese hier haben. Erst ab Stufe 5 tatsächlich. Und in die Schlacht. Die Ritter von Dol Amroth bereiten sich auf einen Schlagabtausch vor. Das heißt, sie können zwar keine Einheiten mehr erhalten aber 50% erhöhten Angriff und Rüstung. So, kommen wir nun zu unserem letzten Helden, und zwar, Nichts kann uns widerstehen. scheiße, wie hieß du? Imrahil, genau, der Anführer von Dol Amroth kann selbst auf- und absteigen von seinem Pferd, auf seinem Pferd. Dadurch schaltet er auch hier diese Fähigkeit frei für die Ehre. Er prescht durch die feindlichen Reihen. Also es ist im Prinzip ebenfalls wieder ein Sturmangriff. Zusätzlich hat er noch den Prinzen von Dol Amroth. Damit erhöht er seinen Er kann Lehneinheiten wahlweise 30% Angriff, 15% Angriff und Rüstung oder 30% Rüstung erteilen. Also ein Schadensbuff. Dann kann er Disziplin scha schaffen unter seinen
Ja, Einheiten unter seinen Soldaten von Dol Amroth. Das bedeutet, sie kämpfen selbst für selbst, wenn sie ja, schwer verletzt sind, noch weiter. Für kurze Zeit erhalten Einheiten Dol Amroth in Rahils Nähe mit jedem Schlag einen Schub an Lebenspunkten. Ach so rum. Das heißt, jedes Mal, wenn sie zuschlagen, ja, kriegen sie wieder Lebenspunkte zurück. Dann haben wir hier die Prinzensgarde. Damit kann er seine Garde rufen, je nachdem, ob er auf dem Pferd sitzt oder zu Fuß unterwegs ist, ruft er halt entweder Reiter oder ja, Fußsoldaten. Hier in diesem Fall hat er ein Bataillon Reiter gerufen. So, das waren jetzt alle normalen Einheiten von Gondor. Wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt gleich wieder, wenn ich euch die Ringhelden zeige. Zwar haben wir da einmal Gandalf und einmal Boromir. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt auch wieder. Warte mal, hä? Kann das sein? Fuck, ich hab unterbrochen. Ach so. Fuck, ich habe ja gar nicht die Aufnahme beendet. Scheiße. Egal. Also, hier wären wir jetzt auch schon wieder mit Boromir, dem Ringhelden. Und zwar, welche Funktionen hat er? Einmal hat er hier einen riesigen Nachteil. Wie ihr seht, ein bisschen Zeit ist schon abgelaufen, weil ich gerade eben einen leichten Fail hatte. Ich hatte gedacht, ich hätte die Aufnahme abgebrochen, habe ich aber nicht. Und zwar über die Zeit, die Boromir den Ring hält, bekommt er nach und nach einen Debuff, bis er nach Ablauf dieser Zeit stirbt. Welche Fähigkeiten hat er? Einmal natürlich weiterhin sein Horn Gondors, dann den königlichen Widerstand, der ist für kurze Zeit unverwundbar, und die Verteidigung der Weißen Stadt. Mit Verteidigung der Weißen Stadt, ich hoffe, ich finde sie noch, genau, hier ruft er zwei von diesen Bataillonen her, dauerhaft aufs Feld, zwei Stück. Und wir erschalten durch ihn eine weitere heroische Einheit frei, und zwar hier die Hüter der Weißen Stadt. Das sind im Prinzip dieselben Einheiten, die er eben auch beschworen hat. Ja, die haben einen Führerschaftsbonus, also Würdenträger, und inspirieren die Männer Gondors. Und das bedeutet, Verbündete in der Nähe werden furchtresistent. Gut, dann mache ich hier wieder einen kurzen Cut, werde diesmal nicht abbrechen, hoffentlich, wenn ich dran denke. Und werde euch zeigen, wie es aussieht, wenn Gandalf der Graue den Ring erhält. Bis gleich. So. Nun werden wir einmal mit Gandalf den einen Ring aufnehmen. Achso, wenn Gollum getötet wird, dann ist der Ring nur für bestimmte Zeit hier. Das heißt, hier läuft ein Timer ab. Nach 2 Minuten kommt Gollum wieder und holt sich den Ring und verschwindet direkt. Dann müssen wir ihn erneut finden. Nun zeige ich euch einmal, was passiert, wenn Gandalf der Graue den Ring annimmt. Denn nun fällt er dem Ring anheim und wird zu Gandalf dem Schwarzen. Nun hat er starke Flächenangriffe, kann generell Flächenangriffe erteilen. Diese wirken allerdings auch auf unsere eigenen Einheiten. Das heißt, Gandalf kann unsere eigenen Einheiten angreifen damit, beziehungsweise halt ihnen schaden. Einheiten in Gandalfs Nähe erhalten einen Debuff, sind kurzzeitig selber, also haben selber Angst vor ihm und können kurzzeitig nicht angreifen. Welche Fähigkeiten hat er nun? Er hat einmal die Flamme von Udun, die ist, soweit ich weiß, ein einfacher Feuerball. Glamdring hat er nach wie vor, das kennen wir ja. Dann haben wir Gandalfs Worte. Nun benutzt er die schwarze Sprache als endgültiges Zeichen seines Falls und entfesselt damit finstere Kräfte. Die Karte versinkt in Dunkelheit. So, solange diese Worte dauern, macht Gandalf doppelten Schaden und seine Fähigkeiten laden sich auch doppelt so schnell wieder auf. Der Verführte wird von verderbter Kraft durchflossen, die ihn immun gegenüber Magie macht und seine Geschwindigkeit erhöht. Dann haben wir hier das dunkle Wort der Macht. Damit, ja, das ist, denke ich mal, einfach ein normales Pustoglyph. Einfach nur im Dunkel. Yep.
Krass, und hier am Boden erscheint da auch ein Netz aus Dunkelheit. Des Weiteren haben wir das Licht der Maya. Gandalf attackiert feindliche Einheiten mit dem Licht der Maya. Das kennen wir auch schon. So, machen wir hier doch einmal direkt auf den Troll. Komm, zeig uns deine Macht, Gandalf. Gandalf, der Verführte. Gandalf, der Schwarze. Halte mich nicht für jemanden, der mit faulem Zauber arbeitet. Wie ihr seht, das war für den Troll gerade ein Insta-Kill. Und die Flamme von Udun zeige ich euch auch direkt nochmal. Okay, es ist ein Feuerstrahl, der auf Distanz geht. Also auf Fläche. Gut. Damit hätte ich euch auch Gandalf den Verführten gezeigt. Nun zeige ich euch gleich nach einem kurzen Cut einmal Gandalf den Weißen. So, damit wären wir hier nochmal im Ausgangspunkt, wo wir eben gerade waren. Nun werden wir allerdings hier uns diese Fähigkeit aneignen, und zwar Gandalf der Weiße. Dadurch wird Gandalf zum Höchsten seines Ordens und erhält einen Buff, was seine Fähigkeiten angeht, und zwar 100% mehr Magieschaden, geringere Aufladezeit seiner Fähigkeiten und mehr Lebenspunkte, und zwar genau 1000, 1000 mehr. So, nun gehen wir zum Ring erneut und wirken damit die Ringfunktion von Gandalf dem Weißen aus. So, einerseits haben wir dadurch ein neues Wort der Macht, und zwar das helle Wort der Macht, was einfach mal eine doppelte Reichweite hat und gleichzeitig, glaube ich, auch noch Tageslicht macht, oder? Einen Moment. Überlebende Einheiten fliehen und besitzen 50% weniger Rüstung. Das ist auch gut. Automatisch nach Ablauf der Fähigkeit. Ah, okay. Sobald die Fähigkeit abgelaufen ist, wird Gandalf durch eine Lichtsphäre für einige Zeit geschützt. Außerdem, durch Gandalfs Anwesenheit erhalten verbündete Einheiten einen Buff, und zwar, warte, was war es? Einen Moment. Ja, einen Schadens- und einen Rüstungsbuff. So, das war es jetzt aber auch schon wieder. Damit haben wir jetzt alles gezeigt, alle Gebäude, alle Fähigkeiten von Gondor. Also stimmt, auf die Fähigkeiten bin ich auch gar nicht eingegangen. Gut. Sehen wir uns jetzt einmal den Palantir an, zu guter Letzt. Und zwar haben wir hier einmal das Horn Gondors, was unseren Einheiten einfach einen Angriffs- und Furchtresistenz-Boost verschafft. Natürlich halt im entsprechenden Wirkungsradius. Dann haben wir die Baumeister Gondors, welches unsere Gebäude im Wirkungsradius repariert. Dann haben wir den einsamen Turm, welcher einfach nur ein beschworener Defensivturm ist. Gandalf den Weißen habe ich eben schon erklärt, genauso wie den Beistand der Not habe ich vorhin auch schon mal erklärt. Hier haben wir das Sperrfeuer. Das kann ich einmal ganz kurz zeigen. Das sind einfach nur, ja, Artillerieschläge von Belagerungswaffen, die viel Schaden gegen, also mittleren Schaden gegen Gebäude und we relativ wenig Schaden, dafür Flächenschaden auf Einheiten machen. Die Einheiten werden dabei auch noch durch die Gegend geworfen, was es halt eigenen Einheiten leicht macht, diese danach zu töten. Dieser Beschusshagel zieht immer in Richtung des nächsten gegnerischen Gebäudes. Welche Fähigkeiten haben wir noch? Einmal haben wir hier die Bitte an die Adler. Damit kommen Gwaihir hier mit zwei weiteren Adlern uns zur Hilfe und greift halt mit. Diese können wir dann halt für bestimmte Zeit steuern. Genauso hier mit der Grauen Schar. Da kommt Halbarad mit den Söhnen Elrond und einigen Dúnedain uns zur Hilfe. Die Armee der Toten habe ich vorhin ebenfalls schon erklärt. Hier haben wir noch zu guter noch einmal Rohan antwortet. Da wird ein ja eine Art ja ein kleines Zeltlager aufgeschlagen, wo eine Zeit abläuft. Umso weiter die Zeit vorangeschritten ist, umso mehr Einheiten kommen, wenn wir die Fähigkeit dieses Zeltlagers einsetzen. Wenn die Zeit ganz abgelaufen ist, wird sie automatisch eingesetzt und alle Einheiten Rohans inklusive Helden kommen. Genau. Uns kommen dann auch alle Helden von Rohan, abgesehen von Merry, zur Hilfe. Zusätzlich haben wir dann nur noch Formation Gondors als letzte Fähigkeit für 5 Punkte. Und zwar bringt uns das einen Angriffs- und Schadensboost, wenn Einheiten
Informationsstellungen sind. Bei Eliteeinheiten, wie zum Beispiel den Wächtern des Brunnens, haben wir nur 10%. So, damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Unser erstes Tutorial ist hiermit abgeschlossen. Viel Spaß mit Gondor. Bis dahin und also bis in einem neuen, bis in unserem nächsten Video. Abonniert uns gerne, schaut auch mal gerne bei anderen, bei unseren Let's Plays vorbei. Bis dahin und tschüss.